Die Zwölfe zum Gruß, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Wir sind hier in dieser geheimnisvollen und auch wahrscheinlich gefährlichen Augenhöhle, nenne ich jetzt mal. Denn hier ist so ein Auge, eine Kreatur, auf die wir aufpassen müssen. Das darf Geron und Nuri anscheinend nicht sehen. Also muss ich die beiden hier irgendwie durchkriegen. Und ja, aber man kann ja wohl das hier angucken, oder? Was hat sich jetzt getan? Der Durchgang da hinten? Oder wie? Ich weiß nicht. Da kann man wieder hoch. Ich glaube, ich höre es atmen. Was ist, wenn ich hier lang gehe? Was passiert dann? Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Hilf mir, Fex. Ja, ja, Fex. Fex zum Gruß. Wenn es mich entdeckt. Ja, okay. Also muss ich das, kann ich das nur drehen. Irgendwas muss ich da ja getan haben. Guckt es jetzt nicht mehr nach. Wenn es mich, hilf mir. Und wenn ich gehe, wenn das ganz schnell nach links guckt. Jetzt. Wenn es mich entdeckt. Nee, geht nicht. Was ist, wenn ich das irgendwie ablenke? So? Warte, hier ist ein Spiegel. Kann ich das irgendwie reflektieren? Ich bin sicher, der Pfau und das Prisma haben etwas miteinander zu tun. Nur was? Ja, guck mal, hier ist doch ein Spiegel. Und dann blenden wir das Auge und lenken das damit ab. Vielleicht kann man mit dem Pfau irgendwas machen. Dieser Lichtpfau war einmal auf den Höhleneingang gerichtet. Wie lange muss das her sein, wenn vor seinem Schnabel inzwischen Felsen gewachsen sind? Ja, aber das mit diesem Prisma-Ding war doch gar keine schlechte Idee, oder? Ich bin sicher, der Pfau und das Prisma haben etwas miteinander zu tun. Nur was? Das krieg ich schon. Kriegen wir schon raus. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil das Einzige, was wir haben, was doch reflektiert, ist das Prisma. Dennis, nee. Hilf mir. Das hilft auch nicht weiter. Das einfach mal angreifen. Hatte schon Das blaue Licht zeigt nach Westen. Irgendwo dort muss das Feentor sein. Ja, ja, ja. Wenn wir den wohin werfen? Ich glaube. Wenn es mich. Ja, ja, nee, nee, also. Ja, also die Faunstatue, Skulptur soll was mit dem Prisma zu tun haben, aber er steckt das da ja nicht einfach rein. Ich bin sicher, der Pfau und das Prisma haben etwas miteinander zu tun. Nur was? Kannst du das nicht genauer untersuchen, den Pfau? Dieser Lichtpfau war einmal auf den Höhleneingang. Wie lange? Er war auf den Höhleneingang gerichtet. Müssen wir das ja mal erstmal drehen, oder? Ist das der Höhleneingang? Dieser Licht... Wie lange muss... So, keine Ahnung, ob das der oder ist da der Höhleneingang. Und ich glaube, da eher. So, und nu? Ich bin sicher, der... Nur was... Geht das nicht so? Wenn das hier der Höhleneingang ist, dann in die Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wo der Eingang sein soll. Wir sind hier halt von oben gekommen. Ja, Kannst du den heile machen? Kaputt machen? Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Oder den Spiegel kaputt machen? Der Spiegel ist aus Metall. Das Auge? Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Das muss reichen. Noch einmal riskiere ich das nicht. Was ist mit dem Lampenöl? Ist schon zerbrochen. Dann heil machen? Geschafft. Ah, die Öllampe musste heil gemacht werden. Das ist ja schon mal schön. So gut wie neu. Nur der Docht fehlt. Aha, ach ja, ich glaube, das ist ein Schritt zu weit. Wir sollen nach da, aber... Jemand wollte das Monster offenbar wie einen Basilisken erlegen. Ja, die Idee ist ja auch gut. Ich bin sicher, nur was... Bin ein bisschen ratlos gerade.
macht halt alles keinen Sinn. Ich will es alles nicht mal ausprobieren. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht schneiden. Natürlich nicht. Nichts. Nichts. Probier trotzdem einfach mal alles aus. Wie komme ich? Weil ich, ja, Prisma hatten wir schon. Beil ist auch Na, Quatsch. Doch. Das ist ja auch alles Quatsch. Es muss irgendwas mit einem Ach, nein. Prisma sein. Mit dem Spiegel nehmen. Nicht an. So. Aber wenn ich so nicht weiterkomme im Prisma, muss ich irgendwas anderes machen. Was mit Nuri? Was sagt Nuri? Die? Sagt die und der hilft die mir irgendwie? Ah, hier, Idee, Nuris Kette, V berühren. Berühre die Statue noch einmal. Aha. Bringt das denn was, oder wie? So schön. Die Lichtspiegelung scheint das Monster zu faszinieren. Aha, ach so. Was heißt hier eigentlich nochmal berühren? Sie hatte den doch gar nicht berührt. Aber egal, jetzt können wir hier hin. Die Würmer, die diese Löcher graben, werden offensichtlich ganz schön groß. Mhm. Gehen wir mal hier lang. So kommen wir ja zumindest schon mal weiter. Das ist ja schon mal was. Was haben wir hier? Pilze? Ha? Die Bille? Mit bloßer Hand fange ich die niemals. Aber mit deinem Netz hier. Mit deinem Netz, komm. Tu's. Toll, ich hab Libellen gefangen. Mhm. Schön. Was auch immer sie sich von dem Tor erhofft hat, sie war bereit, dafür ihr Leben zu riskieren. Okay. Spiegel. Dann haben wir den jetzt... Zu fest verkeilt. Ach so, aber wir können den bestimmt irgendwie hier abhacken. Mein Kopf ist leer, Mist. Zu fest verkeilt? Ja, dann nimm ihn doch einfach. Unwahrscheinlich. Hä? Wieso geht das nicht? Zu fest... Vielleicht hilft der Spiegel uns, den Lichtstrahl umzulenken. Ja, natürlich hilft er dabei, aber... Ach was. Windling würde sich die... Mensch, dann nimm dein Beil und... Natürlich nicht. Warum nicht? Besser nicht. Hä? Ist für mich so voll logisch, aber für ihn anscheinend nicht. Sowas tut er nicht, weil die arme Frau. Mein Gott, sie ist doch schon tot. Versteinerte Fledermaus. Riesenwurm. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Ja, voll riesig, das Ding. Aber sieht super krass gestaltet aus, auch grafisch und so. Immerhin müssen wir dieses Ungeheuer nicht mehr fürchten. Die Würmer, die diese Löcher graben, werden offensichtlich ganz schön groß. Sind die noch zu irgendwas Nutze oder so? Überall diese Würmer? Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich den Spiegel irgendwie abkriege. Hm. Und all diese Tiere, die wir jetzt auch haben. Mit einem Messer vielleicht? Kann man das überhaupt zerschneiden? Nein, aber du sagst, du hast es zu fest verkeilt, wenn sie das so festhält. Dann schnibbel die Finger ab oder bieg die auf oder lass dir was einfallen. Das schwimmt bloß. Das schwimmt bloß weg. Auch wenn es glitschig wird, ist auch nicht richtig, oder was? Junge, was willst du denn? So nicht. Vielleicht hilft der... Gut, dann geh mal erstmal wieder zurück. Dann dreh mal die Skulptur. Aha, jetzt wird es dahin gelenkt. Dann können wir ja jetzt hier hin. Ich muss es irgendwo hineinfüllen. Na, natürlich in die Lampe, die ist ja jetzt auch heile. Leider fehlt der Docht. Anzünden lässt sie sich nicht. Und als Gefäß taugt sie auch nicht viel. Warum? Immer diese Probleme, nimm den Wasserschlauch. Na also, wenigstens das funktioniert. Und ein Docht kriegen wir uns doch auch hin, oder? Wir nehmen einfach ein Stück Schwanz von der Liebe. Keine Ahnung, Docht, sich ein Docht bauen, das muss doch gehen hier. Schneid ihr was vom Schuh ab. Wozu noch mehr Schaden? Ich möchte gar nicht wissen, was mit dem Besitzer geschehen ist. Kannst du den nicht heile machen erstmal? Loch bleibt Loch. Ach ja, hab ich schon das letzte Mal probiert. Den Spiegel hätten wir sonst auch noch. Ja. Ja. Mhm.
Wenigstens ein Pilz hat überlebt. Die Libelle weiß gar nicht, welches Glück sie hatte. So also ist der ehrenwerte Harm zu seinem Reichtum gekommen. Mhm. So gut wie neu, nur der Docht fehlt. Der Docht. Jetzt ist zwar der Schlauch ruiniert, aber ich habe Öl. Wie kann ich mir denn einen Docht bauen? Das zerschneiden? In einem Stück wird... Macht er nicht. Ich weiß nicht, aus dem Pilz oder so? Wie gut, dass Nori nichts isst. Dann muss ich den Pilz nicht heilen. Ich habe für... Mir fällt dazu... Nee, ist alles auch irgendwie eklig, mit den ganzen toten Tieren hier irgendwas zurechtzuschnibbeln. Lampenöl haben wir ja schon. Was passiert, wenn ich nochmal drehe? Dann scheint es dahin, wo der Spiegel war. Und selbst wenn wir den Spiegel wieder hinstellen würden, würde es ja zum Auge reflektieren. Wo soll es denn überhaupt hinreflektieren? Ich meine, das ist ja irgendwie, wenn ich das jetzt so... Ich gehe da jetzt mal lang. Mal gucken, was dann überhaupt... Ja, das Auge ist voll fasziniert, ich sehe schon. Aber... Dann strahlt es dahin. Ich glaube, wir müssen es so hinkriegen, dass es direkt sich selbst anstrahlt. Das Auge selbst. Es sah halt da hinten aus, als würde es selbst. Aber ich glaube, dann kriegen wir es hin, dass es zerstört. Wir haben doch den Spiegel. Kannst du den nicht irgendwie... So nicht. Einsetzen? Hilf mir, Fex. Besser nicht. Hilf mir. Achso, ich kann da gar nicht lang gehen, weil dann würde mich das Auge ja sehen. Okay, dann muss ich wieder zurück. Wie kriegen wir das denn mal besser hingereflektiert? Was ist, kann ich den Spiegel hier eigentlich wieder hinstellen? Kann ich. Und wenn du das jetzt drehst? Nee, nochmal. Nochmal. Dann strahlt es nach oben. Okay. Was hat es mit diesen Löchern auf sich? Diese ganzen Tiere, das ist voll eklig. Aber okay, jetzt habe ich sie. Nori, hast du eine Idee? Die hatte Bitte doch... sei vorsichtig. Du auch. Ach so. Das bringt nichts. Da den Spiegel einfach mal hinstellen, ich weiß auch nicht. Kann ich das hier ranhalten, an die Skulptur, den Spiegel? Vielleicht hilft der Spiegel uns, den Lichtstrahl umzulenken. Ja, natürlich, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das am besten anstelle. Wie der da am besten irgendwie reflektieren könnte. Ja, nochmal so. Und die Öllampe haben wir ja schon mal und das Öl auch. Apropos, wollte ich nochmal fragen, warum konnte ich im letzten Part die schwarze Katze oben auf dem Regal angucken? Warum konnte ich den Fährmann nach der Angel fragen? Was war mit dieser Kröte im Badehaus? Ich habe das im Nachhinein echt nicht kapiert, wieso all diese Dinge noch offen waren. Und ich die ganze Zeit dachte, das müsste ich noch machen. Und wir sind einfach so weitergekommen und so weggefahren. Habe ich da jetzt was nicht erledigt? Weiß das jemand von euch? Oder war das völlig normal? Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, als hätte ich das jetzt einfach noch nicht geschafft mit der Angel. Aber ich finde es halt komisch, wenn solche Optionen zur Verfügung stehen und dann... kommt man auch so weiter. Das hat ein bisschen wie so ein Ablenkungsmanöver. Das war gemein.
Ich weiß halt nicht, ob man da überhaupt an die Katze rankommt und die Angel mal kriegen kann und die Kröte kriegt und all diese Sachen. Er ist ganz hohl, wie ein steinerner Schlot. Können wir nicht den Spiegel, wenn der hohl ist, reinstellen? Hier lässt er sich nirgendwo anbringen. Vorne? Hier lässt er sich... Guck mal, und dann reflektiert das doch volle Kanne wahrscheinlich den selber an, oder? Haha. Ich weiß nicht, ob das klappt oder ob man den noch irgendwie drehen muss. Eigentlich müsste der Spiegel den da jetzt dahin drehen, damit das dahin, also auf das Auge. Wisst ihr, was ich meine? Den halt noch drehen. Aber er sagt ja, der ist zu fest verkeilt. Deswegen glaube ich nicht, dass das so klappt. Dann reflektiert der dahin. Aber der reflektierte doch auch nach hinten in die Ecke. Ich probiere das mal erstmal so aus. Ich hoffe, ich muss nicht noch zusätzlich was machen. Dreh dich! Nee, dann komme ich da ja nicht hin, oder? Aber mal gucken, wie das jetzt aussieht. Höhleneingang. Hilf mir, Fex. Aha, da müssen wir also hin, das wissen wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir nur noch eigentlich den Spiegel so drehen, dass er... Oder ist das richtig so? Reicht das jetzt schon, damit die wissen, wo sie hin sollen? Aber wir können ja nicht hier lang. Das ist es ja. Das ist gemein. Ich will da unten hin. Das ist unser Ziel. Und wenn wir jetzt bei dem Lampenöl da richtig ordentlich Feuer machen? Ein brennender Tümpel. Was nützt mir das? Voll das Ablenkungsmanöver und so. Ja, weil einen Docht habe ich ja nicht. Und wenn ich nochmal nach oben gehe und mir da einen Docht mache, ist das jetzt voll doof, dass ich wieder zurückgehe. Vielleicht gibt's doch hier einen Halm oder so, dann könnte ich mir einen Docht bauen. Aus dieser seltsamen Pflanze zum Beispiel, die war doch sowieso bis jetzt noch nicht brauchbar. Da schnibbeln wir uns was ab und dann, ja. Wenn ich die Pflanze einfach abreiße, stirbt sie. Dann schimpft Nori wieder. Aber mit dem Messer. Ich will sie nicht töten. Du sollst doch nur so ein Stück davon nehmen. Ich will sie nicht... Ach was. Dann so ein Stück anderes Holz. Boot. Von denen hier irgendwas. Diese Pflanzen habe ich als Kind früher immer Buppel genannt, weil die immer so einen flauschigen braunen Buppel hatten. Und ich nicht wusste, wie die heißen, mir das bis jetzt auch immer niemand sagen konnte, wie diese langen Halme, die immer so an Gewässern wachsen mit diesen braunen Buscheln. Und wenn man die so rupft, dann ist das so wie so ein weißer Pflaum irgendwie. Ja, das mal so nebenbei. Buppel, habe ich mir bis heute gemerkt. Buppelpflanzen. So ein braunen Buppel als Kopf. Ja, das, da merkt man, wie dass ich nicht in der Stadt aufgewachsen bin. Da wird man halt kreativ. Lässt man sich was einfallen. Manu, ich brauche einen Docht. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie nötig ich den habe. Aber das ist eine seltsame Pflanze. Damit muss es doch irgendwas auf sich haben. Kannst du hier die Libelle freisetzen? Ach was. Die muss doch nicht freigesetzt werden, die Libelle. Wozu denn auch? So nicht. Ach nein. Ach nein, ach was soll's, ach alles sinnlos hier. Kannst du den mit dem Spaten ausgraben, die seltsame Pflanze? Ah ja? Au, das Zeug brennt, namenloses Gewächs. Dann grab sie aus, tolle Idee. Und das macht er sogar. Aha. So. Feuer scheint dieses Gewächs aufzuschrecken. Zum Glück hat sie mir ihren brennenden Pestodem nicht mitten ins Gesicht gespien. Interessant. Wir haben die ganze Pflanze mal eben ausgegraben. Wir können jetzt hier aber nichts machen, aber wir gehen mal wieder runter. Auch das Irrlicht ist so eine Sache.
Was sagt er da nochmal zu? Ein fauliger Pestgeruch steigt von dem Wasser auf. Sind das Irrlichter? Diesem See komme ich lieber nicht zu nahe. Ja, geh mal erstmal wieder runter. Wir haben diese leckere Pflanze ja mitgenommen. Vielleicht lässt sich aus der ein Docht bauen oder was anderes. Auf jeden Fall schreckt das Ding Feuer auf und... Feuer scheint dieses zum Glück. Jawohl. Und können wir die jetzt nicht noch trotzdem da beschneiden? Ich will sie nicht töten. Alles klar. Gut. Pack sie dahin. Keine Zeit für Experimente. Warum sollte ich... Ach Gottchen, ja, wozu hast du sie denn jetzt mitgenommen? Jetzt haben wir auch noch eine Spuckpflanze. Kannst du die hier hin tun? Das hilft auch nicht weiter. So, wunderbar. Hast du das schon mal geschafft? Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir machen hier in dieser unheimlichen Augenhöhle mit all unserem Zeug, Viehzeug, Pilzen und Spuckpflanzen und was wir jetzt nicht alles in unserem Inventar haben, das nächste Mal weiter mit Satinavs Ketten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.